Es war Frühling in Israel. Die schönste Zeit. Der Regen des Winters hatte aus der sonst kargen und wüsten Landschaft ein wunderbares Meer aus grünen Bäumen und blühenden Blumen gemacht. Diese Zeit, die dauert leider nicht lang, denn schon bald die Sonne und die Hitze alles wieder verdorben lassen. Deshalb mochten die Israeliten diese Zeit. Sie freuen sich nicht nur auf den Frühling, sondern sie freuen sich ganz besonders auf das Fest, das schönste Fest im ganzen Jahr, das Passia-Fest. Dieses Passia-Fest, das sie daran erinnerte, dass vor vielen hundert Jahren die Israeliten in der Sklaverei gelebt waren und dass sie Gott angefleht haben, gebetet haben und dass sie befreit hat aus ihrer Knechtschaft. Und das erinnert sie an das erste Passia-Fest in der Nacht vor dem Auszug. Und auf dieses Fest freuen sie sich alle und machen sich auf von überall her aus Israel. Sie zogen mit ihren Familien, mit Freunden, mit Nachbarn los aus aller Herren Länder nach Jerusalem, um dort dieses schöne Fest gemeinsam zu feiern. So auch Maria, Josef und Jesus. Bevor die Reise losging, packte Maria alles zusammen, das Nötigste, was man für eine so beschwerliche Reise braucht. Schon früh morgens, als die ersten Sonnenstrahlen sie lenkten, zogen sie los. Mit Freunden, Nachbarn, Bekannten, eine fröhliche Schar. 5 Tage sollte die Reise dauern. Und Jesus durfte zum ersten Mal mit. 12 Jahre und er freute sich auf dieses Fest. Und auf der Reise, da hatte er viele Nachbarn dabei, die er kannte und auch Mädchen in seinem Alter. Und mit denen spielte er auf der Reise. Am Anfang achteten Maria und Josef immer darauf, dass er in ihrer Nähe war, aber mit der Zeit bekamen sie Vertrauen. Jesus bestätigte die Kinder und war auf einmal gar nicht mehr so nah bei ihnen. Und manchmal da sahen sie ihn eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde gar nicht mehr. Aber sie machten sich keine Sorgen. Sie wussten ja, es sind viele Leute aus dem Dorf und er wird schon sicher die Reise verschieben. Mittags wurde es heiß. 30 Grad. Das war beschwerlich. Und jeden Tag gingen sie 20, 30 Kilometer. Und abends, da saßen alle beisammen und aßen. Und jeden Abend war Jesus dann wieder bei seinen Eltern. Am Abend des 5. Tages, da ging es auf die letzte Anhöhe. Und als sie die erreicht hatten, da sahen sie die wunderschöne Stadt Jerusalem vor ihnen. Die große Stadt, die sie als Nazarener sich gar nicht vorstellen konnten. Ein kleines Dorf und dann diese riesengroße Stadt und am Rande, da sahen sie das Ziel ihrer Reise, den wunderschönen Tempel. Der leuchtete golden in der Sonne. Und die Straßen, die füllten sich vor Jerusalem mit Menschen, die alle unterwegs waren, die alle Wallfahrer waren. Und die sangen die Psalmen und Lieder. Obwohl sie erschöpft waren von der langen Reise, sangen sie und freuten sich alle auf das Fest. Maria, Josef und Jesus suchen sich eine Raststätte. Und dann gehen sie los. Abend noch sollte das Passia-Fest gefeiert werden. Und so gehen sie durch die Straße, die voll waren, voller Menschen. Man konnte kaum gehen. Manchmal wurde man schon geschoben.
Rabbiner sah er die Rabbiner. Die Rabbiner, die lehrten die Menschen. Die sprachen mit den Menschen über Gott. Die Menschen stellten ihre Fragen. Und Jesus, er hatte viele Fragen mitgebracht. Aber er musste weiter. Josef hatte ein Lamm gekauft. Und mit Maria machten sie sich auf weiter in den Tempel hinein. Sie kamen in den Vorhof der Heiden. Von da aus durften nur Juden weitergehen. Die Heiden mussten hier zurückbleiben. Und das Gedränge wurde immer mehr und mehr und man wurde mehr geschoben, als dass man gehen konnte. Und nach einer Weile kam es in den Vorhof der Frauen. Und hier trennten sich. Es gab im Tempel eine besondere Betstelle für die Frauen und eine besondere Betstelle für die Männer. Die Menschen sangen Psalmen und Lieder. Jesus und Josef gingen ein paar Treppen hinauf zum Vorhof der Priester. Und dort gaben sie ihre Opfergabe ab, dem Priester. Sie hoben ihre Hände und fingen an zu beten. Und nach einer Zeit kam der Priester wieder zu ihnen und gab ihnen das geschlachtete Lamm und sie machten sich auf den Weg wieder aus dem Tempel hinaus. Maria war dort schon auf den Beinen und sie gingen zurück in ihre Herberge und dort feierten sie mit den anderen Freunden und Bekannten aus dem Dorf das Passifest mit dem Lamm und den ungesäuerten Brot. Sie dachten an den Auszug aus Ägypten. Und so ging ein wunderschöner Tag zu Ende. Und sie blieben 7 Tage in Jerusalem. Und jeden Tag gingen sie in den Tempel, beteten und hörten die Rabbiner zu, besonders Jesus. Er gesellte sich in die Säulenhalle und hörte die Rabbiner zu und stellte seine Fragen, die er auf dem Herzen hatte. Er war so wissbegierig. Und für ihn hätte das Ganze noch viel länger dauern können, aber 7 Tage waren nun die Heimreise. Abends packte Maria wieder alles zusammen und am nächsten Morgen früh machten sie sich auf den Weg. Sie sahen Jesus nicht und Maria machte sich Sorgen und sagte, weißt du, wo Jesus ist? Ach, sagte Josef, der wird bestimmt schon mit den anderen vorgegangen sein. Der ist bestimmt schon mit den anderen Familien und Kindern vorgegangen. Mach dir keine Sorgen, er ist doch ein Kind. Und so machten sie sich auf die Reise. Einen ganzen Tag lang durch die Hitze viele, viele Kilometer weit. Sie schauten immer, ob Jesus irgendwo zu sehen war, aber sie sahen ihn nicht. Und am Abend, da wurde Maria unruhig zu den Leuten, als sie angekommen waren und sagte, habt ihr vielleicht Jesus gesehen? Habt ihr Jesus gesehen? Aber diese Frage haben alle verneint. Keiner hatte Jesus gesehen. Und so merkten sie an diesem Abend, dass Jesus nicht bei ihnen war. Dass er die Reise nicht mit ihnen gemacht hat. Und Maria wollte sofort umkehren, zurück nach Jerusalem. Aber Jesus sagte, nein, wir können unmöglich in dieser Nacht zurückkehren. Wir müssen den Morgen ankommen. Es ist viel zu gefährlich in der Nacht. Und so schliefen die beiden nicht. Diese Nacht hatten eine unruhige Nacht und als die ersten Sonnenstrahlen am Himmel aufgingen, da machten sie sich schnell auf den Weg zurück nach Jerusalem. Als sie abends ankamen, da suchten sie in der ganzen Stadt, in der Herberge, wo sie untergebracht waren, auf den Plätzen. Überall suchten sie nach Jesus, aber sie fanden ihn nicht. Auch diese Nacht wurde eine kurze Nacht. Und am nächsten Morgen sagte Josef zu Maria, lass uns in den Tempel gehen. Lass uns gehen. Und übernächtigt, müde und verzweifelt gehen sie in den Tempel, um zu beten. Sie beteten mit, dass Jesus nichts passiert. Da sagte Josef zu Maria, Maria, weißt du, wie begeistert Jesus von den Rabbinern. Lass uns noch einmal in den Säulenhallen schauen, ob wir ihn irgendwie finden. So machten sie sich beide auf den Weg. Sie kamen zu den Säulenhallen. In der ersten sahen sie ihn nicht.
dem Rabbiner. Und er stellte seine Frau. Marias Herz schlug schnell. Sie lief auf Jesus zu, nahm ihn in die Arme und sagte: Jesus, wie konntest du uns das antun? Wir waren so voller Sorge, wir haben solche Angst gemacht. Wie kannst du uns so etwas antun?
Es war einmal ein kleiner Junge, der liebte es, Geschichten von Gott zu hören. Seine Mutter hat ihm viele Geschichten erzählt und er nahm da seine Kinderbibel und bat seine Mutter, ihm die schönen Geschichten aus der Bibel vorzulesen. Und im Religionsunterricht hörte er ganz spannend seiner Lehrerin zu. Und eines Tages dachte er sich, ich muss mich doch mal aufmachen, um Gott zu treffen. Also machte er sich reisefertig, denn er dachte sich, zu Gott wird es eine sehr, sehr lange Reise sein. Deswegen musst du Proviant nehmen. Er holte sich seinen Rucksack und füllte ihn mit mehreren Dosen Cola und einigen Schokoriegeln. Schnürte den Rucksack zu, setzte ihn sich auf und dann machte er sich auf den Weg. Auf die lange Reise, die er schon geahnt hatte. Er ging und ging und ging und als er einige Zeit gegangen war, da kam er an einem schönen Park vorbei. Und er merkte, dass er ein wenig hungrig geworden war. Und so ging er in den Park. Und er fragte sie, du siehst so glücklich aus.
Und der Dame sagte, ja, weißt du was? Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen. Und er ist viel jünger, als ich dachte. Und auch der Junge kam nach Hause und seine Mutter hatte sich schon Sorgen gemacht und wollte gerade schimpfen. Da sah sie das Lächeln auf dem Gesicht ihres Sohnes. Und auch sie fragte ihn, du siehst so fröhlich aus. Was ist los mit dir? Und der Junge sagte, ich habe heute mit Gott zu Mittag gegessen. Und weißt du was? Sie hat ein wunderschönes Lächeln. Eine wunderschöne Weisheitsgeschichte, wie ich finde, eine sehr moderne, sicherlich. Das Thema Sohn beschäftigt die ganze Bibel, das ganze Evangelium. Schon am Anfang sagt Jesus zu den Fischern, die später seine Jünger werden, was sucht ihr? Und nach seiner Auferstehung errichtet er die Worte an Maria von Magdala, wen suchst du? Das Suchen durchzieht die ganze Bibel und durchzieht auch unser Leben. Auch wir sind unser ganzes Leben lang auf der Suche nach Gott. Wir werden ihn nie ganz verstehen. Wir werden ihn nie ganz begreifen. Aber es ist schön, immer auf dieser Suche zu sein. Denn diese Suche ist lebendig, hält uns lebendig und hält unseren Glauben lebendig. Und so können wir suchen, wie in der ersten Geschichte, im Gebet, in der Schrift, im Gespräch über den Glauben. Oder wie in der zweiten Geschichte, in der Begegnung mit den Menschen. Manchmal mit Menschen, bei denen wir gar keine Gottesbegegnung vermuten. Eine Begegnung zwischen einem kleinen Kind und einer älteren Dame. Machen wir uns auf die Suche nach Gott in der Begegnung mit Menschen, in der Schrift, im Gebet, im Gespräch, im Glauben, der wunderbaren Musik. Immer schon vor uns auf der Suche nach uns. Alexandre Dumont ist für sein Orgelspiel so gelobt worden, er würde unglaublich virtuos spielen und die Länge aus der Orgel herausfinden, die wir sonst nicht kennen. Der letzte Satz aus der ersten Sonate. Der Inhalt des Ganzen. Die Musik ist hochvirtuos. Und er hat auch besucht, er hat gesagt, was kann ich eigentlich noch alles aus der Orgel im wahrsten Sinne des Wortes herausholen? Es geht dann so weit, es ist hochvirtuoser erster Teil, der ähnlich in der Orgel aufgebaut ist. In der Mitte gibt es dann einen Choralpart. Und am Ende wird das Ganze nur mit einer Vielstimmigkeit überhöht. Wenn man es übt als Organist, merkt man, Dumont hat gesucht, wo kann ich noch einen Ton irgendwie, der passt, noch die Finger mit einbauen. Und wenn das nicht reicht, ins Pedal. Er hat sogar bei zwei Füßen fordert er, dass man am Ende diesen Choralteil drei Töne spielt. Das Ganze ist nicht ganz einfach vom Spielen her, aber man hat gesehen, er hat das hervorragend gemacht. Das funktioniert. Und auch hier schauen wir mal, was die Orgel so kann. Mit diesem neuen Auxiliarwerk, das gebaut wurde, das ist ein sogenanntes Hochbauwerk gebaut. Das heißt, die Pfeifen, die in diesem Werk stehen, die bekommen einen höheren Winddruck. Und dadurch wird der Ton der Pfeife erheblich lauter, wenn man
Vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles Gute noch einen schönen Abend, einen gesegneten Sonntag. Und wir entlassen Sie nun mit: Möge die Straße uns zusammenführen. Bis wir uns wiedersehen.